Die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ist in Deutschland auf einen neuen Höchststand geklettert. Im ersten Halbjahr 2018 wurden nach Berechnungen des Energiekonzerns CE 104 Milliarden Kilowattstunden Strom von Wind- und Solaranlagen sowie Wasserkraft- und Biomasseanlagen erzeugt. Das entspricht einem Zuwachs um etwa 9%. Windkraftanlagen an Land und auf See steuerten etwa 55 Milliarden Kilowattstunden bei, 7 Milliarden mehr als im Vorjahr. Die Stromerzeugung aus Solaranlagen legte im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 leicht um eine auf 21 Milliarden Kilowattstunden zu. Strom aus Biomasse blieb mit 20 Milliarden Kilowattstunden unverändert. Wasserkraftanlagen erzeugten 8 Milliarden Kilowattstunden, eine mehr als im Vorjahreszeitraum. Nicht erfasst in diesen Zahlen ist der Strom aus privaten Photovoltaikanlagen, der direkt verbraucht und nicht ins Netz eingespeist wird. Im gesamten Jahr 2017 hatte der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch in Deutschland nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft 36% betragen. Mehr zum Thema. Diese Mühle erzeugt 100.000 Kilowattstunden Strom. Die von Januar bis Ende Juni 2018 produzierte Menge an Ökostrom würde nach Angaben rechnerisch ausreichen, um alle deutschen Haushalte bei einem Durchschnittsverbrauch von 2500 Kilowattstunden ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Innerhalb von 3 Jahren sei die Ökostromerzeugung um ein Drittel gestiegen. Das zeigt, dass die Erneuerbaren für unsere Energieversorgung immer wichtiger werden, sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung von RWE. Ohne Energie Deutschland, Viktoria Osadnik. Die in diesem Jahr bislang höchste Einspeisung erneuerbarer Energien ins Stromnetz gab es nach Angaben der Bundesnetzagentur am 3. Januar mit etwa 1,1 Milliarden Kilowattstunden. An dem Tag zog Sturmtief Burglind über Deutschland. Und die Erneuerbaren deckten dabei 71,6% des Stromverbrauchs in Deutschland ab. Am 28. Januar, einem Sonntag, deckten die Ökoenergien sogar 81% des Stromverbrauchs in Deutschland. Video: Streitfall Biogas Goldrausch auf dem Acker. Video NDR.